Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter. Und ich öffne heute wieder Schatzladen. Die Schatzlade des verlorenen Wissens. Ich habe 112 Schlüssel und 112 Schatzladen. In der Schatzlade des verlorenen Wissens kann der Erdkoloss, das Reittier-Account drin sein. Der Gefährte Flump, auch Account und mythisch. Zufällige Insignien, nimmervolle Beutel, legendäre Reittiere, Insignien, andere Gefährten und. Und wir schauen mal, ob meine anerkannte Lootbehinderung zuschlägt oder ich heute ausnahmsweise mal Glück habe. Öffnen. Pharaonenpferd. 10 Gefährtenaufwertungsmarken. Ein Werwolf. Ein Greif. Okay, Gutscheine. Tamaluna Handelsbahn. Winterwolf. Schwein mit blauer Schleife. Wahlpaket, episches Zaumzeug, Schutz der Bewahrung, Insignienpulver, Gefährtenaufwertungsmarken, Neuwürfelmarken, Insignienpulver, Tamaluna Handelsbahn, Neuwürfelmarken, Schneeweißes Rehkitz, Insignienpulver, Schutz der Bewahrung. Geschenke der Djinns, Lilland, nochmal Zaumzeuge, Neuwürfelmarken, und 50 Gefährtenaufwertungsmarken und Geschenke des Djinns. Nochmal die Zaumzeuge. Die vergoldete Riesenspinne. Wut der Flammen. Überladungsverzauberung. Legendärer Drachenschlüssel. Stachelbewehrte Insignie. Schwarzeischlürfer Gefährte. Reittieraufwertungsmarken. Tamaluna Handelsbarin. Insignienpulver. Gefährtenaufwertungsmarken. Barbarenschamane. Legendärer Drachenschlüssel. Reittieraufwertungsmarken. Tamaluna Handelsbarin. Schätzer der Tyrannei, Gutschein für die Gilde, Tamaluna Handelsbahn, Schutz der Bewahrung, nochmal die Zaumzeuge, noch ein Drachenschlüssel, ein Schwein, Insignienpulver, Gefährtenaufwertungsmarken, Schutz der Bewahrung, Überladungsverzauberung, Wut der Flammen und den Sylf und nochmal Tamaluna Handelsbahn, nochmal Handelsbahn, Aufwertungsmarken für Gefährten, Schutz der Bewahrung, legendärer Drachenschlüssel, Schutz der Bewahrung. Neuwürfelmarken, Hochwaldbär, Reittieraufwertungsmarken, Neuwürfelmarken, Tamaluna Handelsbahn, Insignienpulver, Reiter der wilden Jagd, Schutz der Bewahrung, nochmal Zaumzeuge und der Feengeist und Schutz der Bewahrung, aufgeklärte Insignie der Zuflucht, Schutz der Bewahrung, Überladungsverzauberung, Schutz der Bewahrung. Und eine erleuchtete Insignie der Zähigkeit. Immerhin mythisch, aber naja, ja. Oh, okay, Jackpot. War aber durch die 75 Stück geschuldet. 1000 haben wir nur eine Handelsbahn und noch eine Handelsbahn. Noch ein Gutschein, Neuwürfelmarken. Grasilax als Gefährte. Noch eine Insignie. Gutschein für die Gilde. Insignienpulver. Aufwertungsmarken für Gefährten. Das scheckige Reitpferd. Insignienpulver. Neuwürfelmarken. Noch eine Insignie, Insignienpulver, legendärer Drachenschlüssel, nochmal Handelsbahn, nochmal Gefährtenaufwertungsmarken, nochmal Gefährtenaufwertungsmarken, ein Greif, hatten wir auch schon mal, sind schon 92 Stück, mein Gott, Stein der Gesundheit, Neuwürfelmarken, Insignienpulver, gefrorener Gutschein für gefrorene Schätze, ja, Insignienpulver, meine Güte. Und durch die 100 Stück haben wir Reittieraufwertungsmarken bekommen, Neuwürfelmarken, Tamaluna Handelsbahn, Jackpot, Neuwürfelmarken, Insignienpulver, Schutz der Bewahrung, Reittieraufwertungsmarken, ein nimmervoller Beutel in mythisch, Gefährtenaufwertungsmarken, Insignienpulver, eine Insignie, Neuwürfelmarken. Ja, das ist ja eigentlich nur mein zweiter Charakter, also eigentlich schon der erste Twink, wenn man so will. Und man hat gesehen, relativ wenige von den Reittieren und Gefährten wurden als neu der Sammlung hinzugefügt. Habe ich alles schon. Also, nimmervoller Beutel, immerhin mit 72 Inventarplätzen. Eine mythische Insignie, lila Insignien, 2 Steine der Gesundheit. Es kommen irgendwelche Reittiere, die ich schon habe. 100 Reittieraufwertungsmarken, Wahlpaket Zaumzeuge, Gefährten, die meisten habe ich schon, 110 Neuwürfelmarken, 150 Gefährtenaufwertungsmarken, Gutscheine, 10 Geschenke der Djinns, noch mehr Gefährten, Insignienpulver, grüne Reittiere, ja, aber immerhin 3875 Tamaluna Handelsbahn, endlich mal eine der neuen Schatzladen, die auch ordentlich Tamaluna Handelsbahn gibt. Okay, dafür ist sie wieder gut.
Aber der Rest, ich sag mal, die ganzen grünen Reittiere und so, kann ich froh sein, wenn ich noch 100 Astral dafür kriege oder so. Der eine oder andere vielleicht irgendwie, aber wenn ich da 10.000 Astral rauskriege, ist das schon viel, würde ich mal so sagen. Ja, da würde ich sagen, anerkannte Lootbehinderung. Ich brauche doch so eine gelbe Binde irgendwie mit drei schwarzen Punkten oder so, wo Lootbehinderung draufsteht. In diesem Sinne, ich wünsche euch mehr Glück. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.